Ja Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein neues Video von mir. Chaos ist vorbei, also habe ich mir gedacht, heute mal was Besonderes für euch. Wie ihr am Intro schon sehen konntet, geht es heute wieder mal um eine Pfeife. Und zwar um die Arif Lea, die ihr hier seht. Ich habe sie auseinandergebaut einmal für euch und werde euch die Einzelteile jetzt wie gehabt hier unten in der GoPro zeigen. Also fangen wir mal von oben nach unten an, wa? Als erstes haben wir hier den Kohleteller. Ist so ein bisschen wie dieser Butterfly-Teller gemacht. Und ihr seht hier, ihr könnt den so biegen. So seht ihr hier. Hier drauf noch das Arif-Logo. Schöner Teller, nur schwierig sauber zu halten, also zumindest für mich. Ja, gehen wir zum Kopfadapter, der hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier sind so Riffeln drin, dass die Gummidichtung nicht so schnell abrutschen tut. Finde ich schön gemacht. Gewinde sind auch jetzt nicht scharfkantig oder so, sondern wirklich super. Dann habt ihr hier den Kopfschliffadapter oder wie man das Teil auch immer nennt, das was mit dem Kopfadapter verbunden wird und was in die Rauchsäule reinkommt, hat einen 18/8 Schliff. Dann Rauchsäule. Also ihr seht, sie ist wirklich mini. Oben 18/8 Schliff, unten 18/8 Schliff. Da hier. Und drinne. Oh, jetzt kommen wir, würde ich sagen, zum Herzstück der Pfeife, und zwar zur Base. Hier habt ihr sie, die Base mit dem Arif-Logo drauf. Dann hier oben der 18/8 Schliff. Hier die zwei Gewinde für Ausblasventil und Schlauchanschluss. Ihr könnt sie also auch auf zwei Schlauchanschlüsse erweitern, müsst ihr nur dazu kaufen. Hier unten, was ich sehr geil finde, Closed Chamber System. Schlauchanschluss. Also niedlich. 14/4 Schliff. Dann hier das Ausblasventil. Polyamidkugel. Und hier der Stopfen dafür. Schlauchanschluss. Hat auch wie beim Kopf dieses Geriffelte. Also ich weiß nicht, ob man es hört. Könnte sein, dass man es hört, dieses Geriffelte. So, dann kommen wir zum Tauchrohr. Habt ihr hier. Mit Diffuser. Also ihr könnt den Diffuser abnehmen oder dran lassen, wie ihr wollt. Ich rauche mit. Und dann kommen wir zur Bowl. Gut, die ist jetzt ein bisschen nass und dreckig. Liegt da dran, weil ich sie gerade
sauber gemacht habe, aber eine wirklich wunderschöne Bowl. So, ich würde sagen, ich baue die Pfeife jetzt zusammen und dann sehen wir uns gleich beim Rauchen wieder. Damit macht's gut. Gut, Leute, wir sind wieder zurück. Ich habe mir jetzt ein Köpfchen gebaut und jetzt gehen wir, würde ich sagen, mal auf die wunderschöne Lea ein. Also erstmal aussehen. Gut, ist Geschmackssache, aber ich bin total verliebt. Oh. Ja, Anzug dieser Pfeife ist einfach unglaublich. Guckt euch die Bowl an. Der Anzug ist einfach unglaublich. Aber gut, ist logisch bei so einer kleinen Pfeife. Aber wirklich anzugstechnisch, durchzugstechnisch genauso. Anzug und Durchzug stimmt bei dieser Pfeife einfach zu 100%. Ja, würde ich sagen, kommen wir zu den Daten der Pfeife. Also, ihr bekommt die Pfeife geliefert in 11 Einzelteilen. Ihr habt einmal die Bowl, den Diffuser, das Tauchrohr, die Base, vom Ausblasventil das, also die Muffen oder wie es auch immer heißt, dann das Ausblasventil direkt, Schlauchadapter, Schliffadapter, Rauchsäule, Rauchsäulenschliffadapter, Kopfadapter und Teller. Ich glaube, es waren jetzt sogar 12. Entweder habe ich mich verzählt oder keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Also diese Teile habt ihr im Lieferumfang enthalten. Preislich liegt diese Pfeife regulär bei 179,99. Ja, ein stolzer Preis für diese Pfeife. Aber verarbeitungstechnisch ist diese Pfeife wirklich erste Sahne. Übrigens liegt die Pfeife zurzeit noch im Angebot bei Arif für 169,99. Aber wir gehen jetzt von 179,99 aus. Also verarbeitungstechnisch wirklich top. Die Gewinde, die ihr habt, also die Rauchsäulen, also Tauchrohrgewinde, Diffusergewinde, Schlauch- und Ausblasventilgewinde und Kopfgewinde oben, laufen alle erste Sahne. Sie sind nicht scharfkantig oder so. Sie sind wirklich ordentlich gefräst worden. Laufen wie Butter. Also wirklich erste Sahne. Ja, die Schliffe sind auch wirklich gut gemacht. Also da ist nichts mit Verkanten. Aber ihr solltet sie jetzt trotzdem nicht unbedingt nass ineinander stecken. Sonst kann es euch natürlich trotzdem mal passieren, dass sie verkanten. Aber sollte eigentlich nicht der Fall sein, denn die sind wirklich... Also hier, ich kann einfach abnehmen. Wieder rauf. Das Schöne ist, ihr habt halt die Schliffe. Ihr könntet jetzt wirklich einen auf den machen, zeige ich euch mal kurz. Wenn ihr jetzt hier einen Molarfänger mit 18,8er Schliff habt, könnt ihr jetzt einfach einen auf den machen. Boah. Ihr könnt unten rauf machen. Oben den Teller abnehmen. Und so. Dann habt ihr Molarfänger. Ihr könnt natürlich auch den Molarfänger auf die Rauchsäule machen. Und dann so. Aber dann wird es mir persönlich schon wieder zu groß. Dann stimmt es nicht mehr ganz so von den Proportionen her. Deswegen finde ich es entweder Rauchsäule oder nur Molarfänger. Es gibt natürlich auch noch diesen Ele-Molarfänger mit dem 50 mm Durchmesser. Da sieht es schon etwas besser aus, da er etwas kleiner ist. Aber ja, für mich dennoch trotzdem nicht. So, rauchen wir jetzt einfach mal mit Molarfänger weiter. So. Guckt euch einfach mal diese Rauchsäule an, wie mini sie ist. Ist hier.
Einfach mal Fingerlänge. Also so hier, ihr wisst, was ich meine. Ja, gucken wir ja mal, wie der Durchzug ist mit einem Molarfänger drauf. Ehrlich gesagt habe ich so noch nicht geraucht. Ich muss sagen, Durchzug minimal verringert, aber dennoch ein bombastischer Durchzug. Also, würde ich sagen, kommen wir zum Fazit von der Pfeife. Also, wunderschöne Pfeife. Preis ist jedem selber überlassen. Also 179 € ist eine Menge Geld. Da muss jeder für sich selber wissen, ob er bereit ist, dieses Geld für so eine kleine Pfeife zu bezahlen. Aber also für mich war es die Pfeife einfach wert. Dann habe ich am Anfang erwähnt, die Pfeife hat ein Closed Chamber System. Das habt ihr gesehen, diese Kammern da drinnen, also der Schlauchadapter und das Ausblasventil hat jeweils eine eigene Kammer. Das hat den Vorteil, ihr seht, die Bowl ist komplett voll mit Rauch. Ihr könnt wirklich mit einmal den kompletten Rauch auspusten. Das zeige ich euch einmal. Und leer ist die Bowl. Habt ihr bei anderen Pfeifen ohne Closed Chamber nicht, dann müsst ihr mehrmals auspusten oder ihr bekommt es ganz überhaupt nicht raus. Also es bleibt immer ein Rest übrig oder es dauert ziemlich lange. Aber durch dieses Closed Chamber geht es mit ein, zweimal auspusten ganz easy. Das Closed Chamber ist einfach, dadurch, dass die Kammer nach unten gehen, habt ihr beim Pusten den direkten Druck, der nach unten geht und somit der Druck auch wieder komplett hochkommt. Bei keinem Closed Chamber habt ihr, wenn ihr pustet, geht es so seitlich in die Bowl rein und damit verwirbelt alles. Dadurch ist es halt schwerer mit dem, also nicht schwerer vom Pusten her, sondern schwerer die Bowl wieder leer zu bekommen. Ich finde Closed Chamber ist einfach ein sehr geiles System. Ja, also ich würde sagen, wie gesagt, preislich 179, muss jeder für sich selber wissen, ob er es wert ist, das für diese Pfeife zu bezahlen. Aber für mich ist sie es wert. Verarbeitung dieser Pfeife wirklich bombastisch. Die Pfeife ist made in Germany, bis auf das Glas. Das Glas, wenn ich mich nicht irre, kommt aus der Tschechischen Republik. Und ich will jetzt nicht unbedingt lügen, was es für ein Glas ist, aber ich glaube, es müsste böhmisches Kristallglas sein. Könnte das sein? Schlagt mich nicht, wenn es nicht so ist. Also ich lege mich darauf jetzt nicht fest, aber es ist wirklich gutes Glas. Also es ist dick. Nicht irgendwie so ein dünnes, günstiges Glas. Also es ist wirklich schon gutes Glas. Deswegen bekommt diese Pfeife von mir eine klare Kaufempfehlung. Ich hau euch von der Pfeife mal unten in die Videobeschreibung den Link rein, dann könnt ihr mal gucken. Ihr könnt, wie gesagt, die Pfeife auch auf zwei Schlauchadapter erweitern und zu zweit rauchen. Da kostet ein weiterer Schlauchadapter aber 19,99 €. Also ist ein stolzer Preis dafür. Aber ich persönlich bin ja sowieso eher derjenige, der eher alleine raucht. Und wenn mehrere Leute, dann werden halt mehr Pfeifen angemacht. Deswegen würde ich sagen, ich genieße jetzt meinen Kopf hier in meiner wunderschönen Leer. Und wir sehen uns dann nächsten Donnerstag wieder mit dem nächsten Video. Damit macht's gut. Ciao, Leute.